Noch ein wagemutiger Abenteurer, der unsere Katakomben voller Beute plündern will. Hoffentlich bist du zuerst dein Vorgänger. Wenn du die Prüfung in den Katakomben bestehst und das Rätsel löst, erhältst du eine passende Belohnung. Hier ist das Rätsel. Ich habe keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier, doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir. Was bin ich? Versuch noch nicht, das Rätsel zu lösen. Du brauchst deine Puste noch, um die Prüfung in den Katakomben zu überstehen. Wie ich sehe, hast du die Prüfungen in den Katakomben überlebt. Mal sehen, ob du genauso schlau wie schnell bist. Erinnerst du dich an das Rätsel? Ich hab keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier. Doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir. Was bin ich? Tut mir leid, Drache, aber das ist völlig falsch. Du kannst es nochmal versuchen, aber nur mit Raten wird das nie was. Kanntest du das schon? Ich hätte nicht gedacht, dass du es knackst. Aber gut, abgemacht ist abgemacht. Du kannst das Drachenei haben, das ich vor der Zauberin beschützt habe. Ich habe 7000 Jahre lang darauf gewartet, dass jemand das Rätsel löst. Jetzt kann ich endlich zum Muschelstrand und ein paar Knochen vergraben. Gleich beginnt die erste Runde des alljährlichen Luftkissenboot-Demolier-Wettbewerbs. Für einen Teilnehmer ist noch Platz, aber erst musst du ein Rätsel lösen. Das Rätsel lautet, wenn ein Drache in 12 Jahren ein Ei legen kann, wie lange brauchen dann 100 Drachen für 100 Eier? Oh! Das tut mir furchtbar leid. Das stimmt nicht. Erst wenn du das Rätsel lösen kannst, darfst du ans Steuer eines vollgeladenen Luftkissenboots. Sonst wäre es zu gefährlich. Beeindruckend. Das stimmt. Viel Glück beim Luftkissenboot-Demolierwettbewerb. Na also, das war ein wirklich wilder Kampf. Nimm diesen Preis hier für den ersten Rundensieg. Du kannst jetzt die Meisterschaftsrunde antreten. Aber der Sport ist wirklich gefährlich. Darf ich dir nahelegen, aufzuhören, während du noch unversehrt bist? Na gut, ich halte dir deinen Platz frei, falls du es dir noch anders überlegst. Mann, oh Mann, du bist wahrlich ein tapferes Reptil. Aber für den Meisterschaftssieg brauchst du mehr als nur Mut. Das war wirklich ein Jahrhundertkampf. Du bist der erste Drache seit über 1000 Jahren, der den Sieg davonträgt. Ich darf dir stolz den diesjährigen Preis überreichen. Nur weil ich ihm ein paar Mal in den Hintern geschossen habe. Er sagt, er hat meinen Schwanz in eine Schlange verwandelt. Stimmt das? Ein bisschen seltsam fühlt er sich ja an. Das wird er noch büßen. Hinter dieser Tür liegen die 5 tödlichen Prüfungen von König Rover. Niemand hat je alle 5 überlebt. Sie sind so gefährlich, dass ich dich erst durch die erste Tür lassen kann, wenn du mein Rätsel löst.
Hier kommt es. Ich folge dir überall hin. Und je mehr du von mir machst, desto mehr lässt du zurück. Tut mir leid, lieber Affe, aber das war nicht mal nah dran. Vielleicht möchtest du lieber mit einem Gummiball spielen. Für jemanden mit so fragwürdigem Modegeschmack bist du echt clever. Du darfst weiter zur ersten Prüfung.